Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. Macht man die hier dran und dann muss man die Schrauben wieder dran schrauben. Das war ein bisschen aufwendig. Lass mal bitte. Bitte? Lass mal jetzt bitte. Was denn? Ja, das ist schön. Ich will das hier eben kurz fertig machen. Ja, mach da. Gerne, ohne dass du mich dabei findest. Okay. So, ich bin wieder zu Hause. Erwin hat gerade meinen Stuhl aufgebaut und jetzt kann sie mich auch filmen. Ihn für euch vorgestellt, also gezeigt. Und der ist ganz schön bequem, ist der. Ja, also das Sitzpolster ist voll angenehm. Das Wippen ist voll gemütlich irgendwie auf dem Stuhl. Ja, total. Der ist voll gut. Ich finde es aber gut, dass das Ding hier so nah am Nacken ist. Ja, das hatte ich jetzt so eingestellt. Du kannst es auch weiter nach hinten machen. Ach so. Kann man das mit meinem jetzigen auch machen? Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Mhm. Das ist echt gut. Ja. Ui. Sitzt man schön gerade. Ja, der ist wirklich gut. Yes. Pikachu. So, ihr Lieben. Schluss mit lustig. Ich habe aus Versehen die Kamera ausgemacht. Ja, genau. Die habe ich euch ja schon gezeigt, die Teller. Und ich habe noch Heidelbeeren geholt bei Norma für Wildberry Lillet. Genau. Was habe ich denn noch geholt? Habe ich noch irgendwas geholt? Ja, den Rest habe ich euch gezeigt. Nampo hatte ich geholt, habe ich im Auto gelassen und ein Sprudelwasser. Und jetzt mache ich Schnitzel. Schnitzel gibt es jetzt mit. Ich habe Schwierigkeiten zu hören. Kannst du das nochmal sagen? Ich habe gar nicht mit dir geredet. Okay. So. Dann mache ich auf deine nächste Frage. Okay. Ja, Schnitzel mit Bratkartoffeln. Ich mache jetzt hier die fertigen Bratkartoffeln. Aha. Und die Berliner werden auch immer weniger hier. Und ihr Lieben, wisst ihr, was ich von der Abonnentin erfahren habe? Ich wusste das gar nicht. Wusstet ihr das? Ich habe ja so einen Pappkarton genommen für die Berliner. Die sind ja, also die gibt es da, wo es die Tüten gibt. Und eigentlich nimmt man noch so einen Pappkarton und macht den drüber als Deckel. Und das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Deswegen habe ich sie hier in die Tüte reingepackt. Und ich dachte mir, 1 Zentimeter kleiner und die Tüte wird nicht mehr zugehen. Auf jeden Fall nimmt man quasi 2 von diesen Pappdingern und 1 nimmt man als Deckel. Ja, jetzt weiß ich's. Hand aufs Herz, wusstet ihr das? So, Pikachu hat jetzt einen Leberwurst bekommen auf seiner Schleckmatte. Und wie ist das Essen? Sehr lecker. Lecker. Super. Also alles, was ich da finde, wo es nicht hingehört, weiß Alexandro, dass ich das einfach auf sein Bett lege. Ja, sorry Kind, aber das musst du wegräumen. Vor allem die Bananenschale, der hat die Banane gestern nach dem Training im Auto gegessen und sagt zu mir, hier Mama, kannst du die Bananenschale nehmen? Oder er sagt nicht mal was, er gibt mir die einfach. Ich sag, Kind, ich habe den ganzen Einkauf, wie soll ich die mitnehmen? Er nimmt die Bananenschale, anstatt sie hier wegzuschmeißen, packt er die einfach da auf die Fensterbank. Also muss man nicht verstehen, wo das Kind seinen Kopf hat. Aber wenigstens hat er nicht vergessen, sein Bett zu machen. Aber ja, er weiß, alles, was ich auf dem Boden finde, was nicht hingehört, kommt auf sein Bett. Dann muss er das danach wegräumen. Hier liegt auch noch was rum. Ein Pulli. Der kommt auch noch hier drauf. Tja, haben wir alles. Der Rest sieht ganz gut aus. Und Erwin hat mir ja gestern den Bürostuhl zusammengebaut. Ist jetzt der erste Tag, wo ich da drauf jetzt sitze. Aber ich glaube, ich sitze auf jeden Fall viel, viel besser da drauf. Ich habe ja den Stuhl hier gehabt. Der sieht ja echt stylisch aus. Und natürlich passt das auch viel besser, wenn er da steht. Aber also, ich sitze da manchmal 6-8 Stunden, sogar länger drauf, und also wenn ich arbeiten muss, und das geht einfach nicht. Das ist ein,
ja, einen Stuhl zum Esstisch zu sitzen. Da kann man nicht länger so ergonomisch drauf sitzen. Also da braucht man auf jeden Fall einen Bürostuhl. Und die haben schon wieder einen neuen Stundenplan bekommen. Also alle paar Wochen kriegen die einen neuen Stundenplan. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die haben Kunst, Religion, Englisch, Erdkunde, Physik, Mathe, Politik, Förder, Bio, Musik, Sport. Endlich haben die mal 2 Stunden Sport am Stück Donnerstagmorgens, weil ansonsten war das immer eine Katastrophe. 1 Stunde irgendwie mittwochs und 1 Stunde freitags, also weiß ich nicht, muss man nicht verstehen. Textil haben die, das war's. Ja, das sind so die Fächer, die die jetzt gerade haben, die Kids. Na, und dienstags und donnerstags immer 1 Stunde länger. Förderdeutsch und Förderenglisch haben die noch. So, ihr Lieben, ich mache jetzt Pause von der Arbeit und werde jetzt Mittagessen kochen. Heute gibt es Gemüsesuppe. Normalerweise mache ich das immer im Schnellkochtopf. Jetzt habe ich den Schnellkochtopf nur noch nie hier ausprobiert am Induktionsherd. Ich weiß nicht, ob das klappt, ob der dafür geeignet ist. Ne? Da muss man ja extra... Ah, doch, es geht. Es geht. Mein Herd akzeptiert den Schnellkochtopf. Das ist echt gut, weil da wird das Essen so schnell fertig. Genau, ja, und ich trinke gerade ein Actimel Kids Erdbeer-Banane. Jedenfalls zurück zur Gemüsesuppe. Ich gebe euch das Rezept, was ich von meiner Mama habe. Die ist wirklich sehr, sehr lecker, die Suppe. So, als Zutaten nehme ich ein Kohlrabi, Sellerie, also Selleriestangen oder Sellerieblätter, Sellerieknolle, je nachdem. Ich mache immer Knolle, rein und auch Sellerieblätter. Ich habe hier sogar eingefrorene Selleriestangen. Ich friere immer gerne, also ich kaufe gerne Gemüse ein, wenn es günstig ist, frisch, und dann friere ich das ein. Hier habe ich noch Karotten, die reinkommen. Hier müsste ich mal gucken, weil ich habe das ein bisschen länger im Kühlschrank, was noch gut ist davon, weil ansonsten habe ich noch Karotten eingefroren. Also Karotten kommen noch rein. Nochmal von vorn, also Kohlrabi kommt rein, Sellerieknolle, Selleriestangen mit Blätter. Püree kommt nicht rein, ich weiß nicht, warum ich das hier rausgeholt habe. Blumenkohl kommt mit rein und wenn ihr wollt, noch Rosenkohl, aber das wollte ich jetzt nicht. So, das ist so meine Basics an Gemüse. Und dann kommt noch Rindergulasch rein, 500 Gramm. Und zum Schluss noch Dill und Petersilie. Okay, Mist, ich kann den Schnellkochtopf nicht nehmen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Das ist jetzt kein Rost, das sind einfach nur so Flecken, wie so Karamellflecken. Also ich mache meine Töpfe eigentlich immer sauber, aber was das jetzt hier genau ist, weiß ich auch nicht. Also das muss ich auf jeden Fall in der Spülmaschine sauber machen, das kriegst du mit der Hand auch so nicht weg. Deswegen nehme ich einfach einen normalen Kochtopf. Dauert dann wahrscheinlich ein bisschen länger. So, das Erste, was wir machen, ist natürlich, na, wer errät's? Genau, Gemüse schälen, kleinschneiden, wie auch immer, also alles in kleine Stücke erstmal verarbeiten. Und natürlich Kartoffeln, ich nehme so 5 bis 6 Kartoffeln. Habe ich euch eigentlich gezeigt, was ich für schöne Blümchen von Ermin bekommen habe zu Valentinstag. Das finde ich richtig schön. So einfach so einen weißen Strauß mit lila Blümchen so dazwischen. Ja, finde ich echt schön. Hat so eine Leichtigkeit, ne? Man muss ja nicht immer so ein riesen krass dicker Rosenstrauß sein. So, ich habe jetzt das ganze Gemüse zurechtgeschnitten. Pikachu hat auch ein bisschen
Gemüse bekommen. Wo bist du, Schatz? Ne, Kohlrabi, Karotte hast du gegessen, Sellerie, magst du alles. Also ich schneide aber das Gulasch auch ein bisschen kleiner, weil ich finde die Stücke echt groß. Ich schneide die so die Hälfte davon. Und ich mache noch ein paar Kartoffeln. Also ich koche noch ein paar Kartoffeln extra für Pikachu ohne Salz. Der nächste Schritt wäre jetzt Öl in die Pfanne. Ich nehme Olivenöl, ihr könnt auch ganz normal anderes Öl nehmen. Etwas Öl in die Pfanne und das Fleisch erstmal ein bisschen anbraten. So, Öl ist drin, Fleisch ist drin. Wie ihr seht, habe ich das echt klein geschnitten, ne? So kleine mundgerechte Stücke. Und wie gesagt, das lasse ich jetzt. Jetzt seht ihr ja gar nichts mehr hier. Sorry. Das lasse ich jetzt. Das brate ich jetzt ein bisschen an, bis das braun wird. Und dann kommt der nächste Step. So, ihr Lieben, das Fleisch ist jetzt angebrutzelt, braun geworden. Und jetzt kommt so 1,5 Liter Wasser rein. Das ist jetzt 1 Liter. Also, ich sag mal so, bis der Topf so halb voll ist oder so ein bisschen unter der Hälfte. Ja, so halb voll. Also es sind jetzt 2 Liter ungefähr Wasser. So, dann kommt Brühe rein. Also da kommt so viel rein, wie ihr wollt. Müsst ihr selber entscheiden, wie viel ihr da rein haben wollt. Aber noch kein Salz rein. Also erst ganz zum Schluss salzen, weil wir machen jetzt erstmal Brühe rein. Und dann ganz zum Schluss, wenn das Essen fertig ist, schauen wir, ob da noch nachgesalzen werden muss. So, und dann kommt euer ganzes Gemüse rein, was ihr da rein haben wollt. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel geschnibbelt. Ich rühre das hier mal um. Ja, das ist etwas zu viel. Deswegen werde ich jetzt nicht alles reinmachen. Ich habe es so gut gemeint. Ich wollte für 20 Personen kochen. So, ihr Süßen, ich glaube, ich mache noch ein bisschen Gemüsebrühe rein. So, das müsste reichen. Und das lassen wir jetzt, ja, ohne Schnellkochtopf würde ich jetzt sagen, erstmal eine Dreiviertelstunde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Stunde braucht zum Köcheln. Das decken wir jetzt ab mit einem Deckelchen. Und ich mache es jetzt auf Stufe 6. Also so mittlere Stufe ist das bei mir. Mittlere Hitze lasse ich das jetzt erstmal so 45 Minuten vor sich hinbrutzeln. Ah, stopp, Pfeffer habe ich vergessen. Also ihr könnt Pfeffer natürlich auch später pfeffern, aber ich pfeffer jetzt schon mal. Ich pfeffer jetzt schon mal. Genau, so. Und jetzt darf die tolle Suppe erstmal vor sich hin köcheln. Ja, und ich habe hier noch Gemüse, das friere ich jetzt ein fürs nächste Mal. Ich darf mir jetzt für Pikachu werde ich nochmal ein paar Erbsen kochen. Ein paar Erbsen und ein bisschen Blumenkohl. Ja, ist mir vorhin jetzt nicht eingefallen, aber ich hätte mir jetzt auch noch ein bisschen Blumenkohl, Erbschen und dann kann man das mit den Kartoffeln und mit seinem Nassfutter morgens mischen. Da freut er sich halt ein bisschen. Abwechslung, mein Schatzi. So, Pikachu, das kriegst du jetzt heute schon mal als Vorgeschmack, mein Schatz. Lass es dir schmecken. So, in der Zwischenzeit ein bisschen Haushalt. Zum Beispiel mit dem Edelstahlreiniger meine
Spülmaschine und meinen Kühlschrank sauber. So, ihr Lieben, meine Suppe ist jetzt fertig. Ich habe die jetzt eine Stunde köcheln lassen und sie ist fertig. Ich habe jetzt noch etwas Petersilie und Dill hier reingemacht. Und genau, ich habe sie jetzt probiert. Da muss noch ein bisschen Salz rein. So, nicht zu viel, weil es kann auch jeder nachsalzen, wenn man möchte. So. Sieht echt gut aus, das riecht echt gut. Suppe ist, wie gesagt, jetzt fertig. Ich werde jetzt anrichten. Alexander ist auch gerade von der Schule gekommen. Und dann noch ein bisschen Schmand drüber. Und ja, sehr, sehr lecker. Müsst ihr nachkochen. I love it. I don't care. I love it. Oh mein Gott, die sieht echt hammer aus. Wird so ein bisschen Schmand reingemacht. I love it. Oh mein Gott, ich freue mich so drauf. Ich werde die Sache, dass sie ein bisschen abkühlt, weil die ist wirklich heiß. Und dann rufe ich Alexandro und dann essen wir zu Mittag. Ermin ist übrigens auswärts in einem Meeting, deswegen kann er nicht mit uns essen. Habe ich mich heute eigentlich gezeigt? Ich glaube nicht. Ja, hi ihr Lieben, da bin ich heute. Ich glaube, heute war ich noch gar nicht vor der Kamera. Und heute war bei uns Bombenentschärfung, also in der City unten. Und Nati und Steve wurden da. Und Muffin natürlich jetzt auch. Neues Mitglied der Familie. Und Nati hat jetzt Homeoffice wegen Muffin, weil er noch so klein ist, ne? Und sie auf ihn aufpassen muss. Und ich glaube, die Heil kommt gerade. Ja, und sie hat, also wir haben halt gesagt, wenn du jetzt da evakuiert werden musst, dann sag Bescheid, dann kannst du jetzt zu uns kommen. Aber sie musste nicht, also der Radius war etwas kleiner. Die mussten nicht evakuiert werden und Gott sei Dank auch nicht das Krankenhaus, weil das wäre ja echt scheiße gewesen, wenn ganzen Leute aus dem Krankenhaus hätten raus müssen, ne? Was ist denn los? Suppe. Mit Kartoffeln und Fleisch. Und Möhren. Lecker. Die sind einmal gekocht. Ja, und schmecken sehr gut. Ich brüche. Das ist eine Suppe. Letztes Mal habe ich auch noch gebrochen. In der Mitte ist Sahne, das kannst du so machen. Dann schmeckt das etwas besser. Und so schlimm? So, dann schmeckt es besser. Ich kann mal brechen statt rein. Du brichst nicht.
Ich mag aber keine gekochte. Du wirst ja, das, du wirst nicht mal merken, dass es eine Karotte ist, weil es einfach gar nichts schmeckt. Gib nicht jeden Tag Nuggets und Pommes. Wenn du jetzt diese Karotte probierst, willst du mir sagen, dass du davon kotzt? Bitte probier die mal. Die schmeckt nach nichts. Bitte probier die. Und dann will ich wissen, ob die noch irgendwas schmeckt. Wenn du einen Löffel nimmst mit einer Kartoffel und einer Karotte, ich habe die so fein geschnitten, du merkst nicht mal die Karotte und die ist gesund. Ja, habt ihr auch so ein Problem mit euren Kindern? So ein Essensproblem? Also es ist bei uns wirklich miserabel. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Also ich habe es mit Nettigkeit versucht, ich habe es mit Strenge versucht. Das funktioniert einfach nicht. Also wo er kleiner war, hat er alles gegessen und es war ihm auch egal, es hat alles geschmeckt. Aber dann irgendwann ab 6, 7 wurde er dann total wählerisch und ja, das schmeckt nicht, das schmeckt nicht, das schmeckt nicht. Also total merkwürdig. Ja, wenn ihr mal Tipps habt, dann gebt sie gerne her. Was würdet ihr in so einer Situation machen, wenn ihr Gemüsesuppe habt und das Kind die Suppe nicht isst? Würdet ihr sagen, okay, es musst du nicht? Oder würdet ihr sagen, du musst das essen oder ess wenigstens die Kartoffeln, die Karotten, lass den Sellerie weg, ess das Fleisch. Wie würdet ihr da handeln? Sagt's mal in die Kommentare, bin ich mal gespannt. Weil es kann ja nicht immer Schnitzel mit Pommes, Bratkartoffeln oder whatever geben. Ne? Also Gemüse mag er irgendwie nur Gurke. Gut, der Arzt meinte, solange er Gemüse isst und solange er auch Obst ist er ja eigentlich alles. Aber Gemüse halt nur Gurke und ja, Karotte würde er jetzt auch so essen, wenn die frisch ist, ne, wenn die nicht gekocht ist. Aber ansonsten so andere Dinge, Tomate oder Salat, muss ich ihn auch zwingen. Es ist wirklich schwierig, ne? Und der Körper braucht das ja auch. Der hatte ja auch eine Blutarmut vor ein paar Jahren. Da muss man ja auch aufpassen, dass eine Anämie nicht zu einer Leukämie wird, ne? Und da hatten wir ja auch schon sehr viel Angst. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig mit dem Essen bei Alexandro.